Ich verzog mich zusammen mit Kollege Hammer, der draußen sein Schulterhalfter zurechtrückte, so wie er das in unzähligen Filmen gesehen hatte. Hammer bot mir an, mich in seinem Wagen in die Stadt zu chauffieren. Ich lehnte ab und spazierte durch die Villengegend, bis ich so müde war, dass mir bei jedem Schritt ein Stechen durch die Beine fuhr. Ich ging in einen kleinen Park und wollte mich ein wenig hinlegen, als ich diesen Peter Norton zusammen mit der schönen Studentin sah. Die beiden waren in ein inniges Gespräch vertieft, so innig, dass sie mich gar nicht bemerkten. Ich schlich mich heran, packte die Handtasche der Studentin und beförderte eine Pistole an die Luft. Norton und die Frau standen mit offenem Mund da und wunderten sich. Eine Frechheit ist das. Was erlauben Sie sich? Wo haben Sie die Pistole her? Lass es mich erklären. Sehr gut. Diese Erklärung würde ich auch gern hören. Es hat sowieso keinen Sinn, mir zu leugnen. Mein Klient lebt nämlich noch. Und vermutlich hat er sie sogar in seine Wohnung gelassen, ehe sie ihn niederschossen. Von was redet der Mann, Daniel? Ist das deine Pistole? Ich wollte nicht, dass sie dir auf die Schliche kommen. Nur deshalb habe ich es getan. Toll, das muss wahre Liebe sein. Kann ich auch ein Stück davon haben? Sie müssen ja nicht gleich Leute umbringen für mich. Es geht mir mehr um das Gefühl. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Du hast Leute umgebracht? Was für Leute? Sie haben herausgefunden, wer du bist. Ich musste etwas tun. Das genügt wohl. Irgendwann wird sich dann die Polizei bei Ihnen melden. Moment mal. Heißt das, dass meine Tochter eine Mörderin ist? Das ist Ihre Tochter? Ja, ich bin seine Tochter. Und ich wollte nicht, dass mein Vater ins Gefängnis kommt. Ich vermute eher, dass Sie nicht wollten, dass Ihr Vater keinen Grund mehr hat, Ihnen Geld zu geben. Das ist eine Unterstellung. Lass nur, Daniel. In meiner Familie gibt es nur Kriminelle. Mein Großvater wurde erschossen, als er bei einem Einbruch ertappt wurde. Mein Urgroßvater war Banker und ein Onkel meines Urgroßvaters wurde gehängt. Ich habe immer geahnt, dass auch du kriminelles Blut in dir hast. Weshalb sind Sie zurückgekommen, Herr Norton, oder wie immer Sie heißen? Aus Liebe. Nur aus Liebe macht man einen solchen Blödsinn. Ich wusste, dass man mich früher oder später erkennen würde. Aber meine Frau wollte, dass ich mit dir komme. Aber weshalb hast du Leute umgebracht? Die meisten kann man doch kaufen, Daniel. Es gibt wesentlich schönere Dinge, die man kaufen kann, Daddy. Da hatte sie natürlich recht. Peter Nortons ursprüngliche Identität flog auf und es stellte sich heraus, dass auch in den USA noch ein Ermittlungsverfahren gegen ihn lief. Seine Tochter konnte ein paar Jahre lang keine schönen Dinge mehr kaufen. Und ich ging in eine Bar und schaute mich um. Mein Blick fiel auf eine kleine, dunkelhaarige Frau, die in einer Zeitung las. Ich überlegte allerlei Strategien, doch plötzlich setzte sie sich neben mich. Ich dachte mir, auch die heutige Zeit hat ihre angenehmen Seiten und bestellte zwei Drinks.